Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Nehmen Sie einen Augenblick Platz, bitte. Hochwürdigster Herr Erzbischof Dr. Wölki, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienstamt, liebe Schwestern und Brüder aus der Ökumene, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Junge Reier, sehr geehrte Vertreter des öffentlichen und des politischen Lebens, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Mit großer Freude und mit Dankbarkeit heißt die Kirche von Berlin ihren neuen Erzbischof Dr. Rainer Maria Wölki willkommen hier in unserer Kathedrale. Wir freuen uns, dass nur wenige Monate nach dem traurigen Tod von Georg Kardinal Sterzinski so schnell ein neuer Bischof eingeführt werden kann. Und wir sind ihm dankbar, dass er mit großem Gottvertrauen diesen Schritt von Köln nach Berlin gemacht hat und damit seinem Ruf gefolgt ist. Im Erzbistum Berlin, lieber Herr Erzbischof, werden Sie die ganze menschliche Vielfalt erleben, aber auch die vielfältige menschliche Not. Sie werden auf eine kämpferische Gottvergessenheit genauso treffen wie auf einen tiefen Glauben, der sich in den Jahren der Bedrängnis und der Diaspora hier in unserem Erzbistum bewährt hat. Viele Erwartungen sind deshalb an Ihr Kommen geknüpft. Ich selber werde diese Erwartung nicht vermehren, ganz im Gegenteil. Nicht, was wir von Ihnen erwarten, sondern was Sie von uns hier in Berlin erwarten können, will ich zum Ausdruck bringen. Und das ist vor allem eine große Offenheit für Sie als Person, nicht nur als Erzbischof. Eine große Bereitschaft zur treuen Mitarbeit und zur Unterstützung Ihres Hirtendienstes. Und vor allem eine große Liebe zu Christus und zu seiner Kirche. Und etwas anderes dürfen Sie auch noch erwarten, ein kleines, aber wichtiges Geschenk, nämlich einen neuen Bischofsring, versehen mit den Ursprungsbistümern des Berliner Erzbistums. Dieser neue Ring soll Sie immer daran erinnern, mit wem und auf wen Sie sich von nun an eingelassen haben. Lieber Erzbischof Wölki, lieber Rainer, für dich und für deinen Dienst erbitten wir jetzt in besonderer Weise Gottes reichen Segen. Sehr geehrter, lieber Herr Erzbischof Rainer Maria, nos sumus testes, wir sind Zeugen, so lautet Ihr bischöflicher Wahlspruch. In dem Wort, das ein Bischof sich zum Wahlspruch nimmt, bringt er einen Akzent zum Ausdruck, der sein persönliches Engagement in der Seelsorge prägt. Sie haben Ihren Wahlspruch der Apostelgeschichte entnommen, wo er sich um Schlusswort der Verteidigungsrede findet, die der Apostel Petrus auch im Namen der anderen Apostel vor dem Hohen Rat hält. Ja, die Apostel, die Bischöfe sind Zeugen, aber nicht auch aus eigener Kraft. Und so heißt es dann: Zeuge ist der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Dieser Zeugendienst des neuen Erzbischofs gilt Ihnen, liebe Brüder und Schwestern im Erzbistum Berlin,
da sie seiner Seelsorge anvertraut werden. Ja, sie sind die ersten Adressaten seines Zeugendienstes, aber nur nicht die einzigen. Und mit dem Bischof werden sie Zeugen des Todes und der Auferstehung Christi werden, Zeugen dafür, dass die Welt in Christus erlöst ist. Die päpstliche Bulle ihrer Ernennung zum Oberhirten des Erzbistums Berlin enthält, wenn auch nicht ausdrücklich mit den gleichen Worten, das Programm ihres Dienstes als Oberhirte in der heutigen Zeit. Sie haben sich in ihrer theologischen Dissertation mit der Pfarrei beschäftigt. Sie werden den Priestern ihres Erzbistums ihre Obsorge zu wenden, entsprechend der Mahnung des Dekrets Christus Dominus über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche, dass die Priester ihre Söhne und Brüder sind. Dort heißt es, sie sollen, eben die Bischöfe, die Priester als Söhne und Freunde betrachten. Deshalb sollen sie sie bereitwillig anhören und sich durch ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen um den Fortschritt der gesamten Seelsorgearbeit in der ganzen Diözese bemühen. Berlin, ein Großteil des Landes Brandenburg, Vorpommern und ein kleines Stück von Sachsen-Anhalt, das sind jetzt die Ansprechpartner ihres Zeugnisses für Christus. Sie sind nicht allein, denn der Heilige Geist ist mit ihnen, den Priestern und den Gläubigen des Erzbistums Berlin, Zeuge der Frohbotschaft. Ja, wo Gott ist, da ist Zukunft. Bevor ich Ihnen, Herr Erzbischof, die päpstliche Bulle überreiche, möchte ich Herrn Weihbischof Dr. Matthias Heinrich dafür danken, dass er sich als Diözesanadministrator in den Monaten der Übergangszeit mit großem Einfühlungsvermögen der komplexen Situation gestellt hat. Einerseits dem Dank an alle. Dank an Kardinal Stersinski angesichts seiner schweren Krankheit die Form des fürbittenden Gebetes zu geben, andererseits aber den Blick auch in die Zukunft zu richten, mit der hoffnungsvollen Erwartung eines Nachfolgers und auch mit freudiger Zuversicht im Hinblick auf den Besuch des Heiligen Vaters in Berlin. Ihnen, lieber Bischof Matthias, ein herzliches Vergelt's Gott. Ihnen, lieber Erzbischof Rainer Maria, die Fülle des Heiligen Geistes, uns allen als Zeugen Christi die Freude am Glauben. Benedikt, Bischof und Diener der Diener Gottes, dem verehrten Bruder Rainer Maria Wölki, bisher Titularbischof von Scampa und Weihbischof der Erzdiözese Köln, an den Metropolitansitz zu Berlin befördert, Gruß und apostolischen Segen. Es ist Sache des römischen Pontifex, Nachfolger des seligen Petrus, für eine jede Partikularkirche mit größter Aufmerksamkeit Sorge zu tragen und ihr, wenn sie unbesetzt ist, nach sorgfältigem Ratschluss
einen Hirten auszuwählen. Im Wunsch, für den ausgezeichneten und von uns geliebten Berliner Metropolitansitz zu sorgen, der vakant ist durch den zur vorgeschriebenen Zeit erfolgten Amtsverzicht des vor kurzem selig im Herrn entschlafenen, verdienten Erzbischof, seiner Eminenz des Herrn Georg Maximilian Sterzinski, Kardinals der Heiligen Römischen Kirche, halten wir dich für würdig, verehrter Bruder, der du ausgezeichnet bist durch bewährte Gaben des Geistes und des Herzens und in pastoralen Angelegenheiten reichlich erfahren, an die Spitze eben dieser Kirche zu treten. Darum lösen wir dich, Kraft unserer höchsten apostolischen Vollmacht, von der Bindung an den Titularsitz von Scampa und vom erwähnten Amte des Weihbischofs und ernennen dich gemäß den Bestimmungen des geltenden Rechtes zum Erzbischof und Metropoliten von Berlin mit allen Rechten und Pflichten. Wir tragen dir nun auf, Klerus und Volk dieses Schreiben bekannt zu machen. Diese ermahnen wir, dich freudig aufzunehmen und mit dir verbunden zu bleiben. Dir, verehrter Bruder, stehe nun zur Seite die selige Jungfrau Maria, deren unbefleckten Herzens wir heute gedenken. Mögest du, durch deren Patronat noch zusätzlich gestärkt, die deiner Sorge anvertrauten Gläubigen so weiden, dass diese fortfahren, täglich in den christlichen Tugenden zu wachsen, eifrig im Hören auf das Wort Gottes, im Ausüben von Werken der Barmherzigkeit und im würdigen Empfang der Sakramente, zumal der Eucharistie, des vom Himmel zum Heil der Menschen gegebenen Lebensbrotes. Ebenso seien Freude und Friede des Tröstergeistes mit dir, mit dem Weihbischof und den dir anvertrauten Gläubigen, die uns sämtlich lieb und teuer sind. Gegeben zu Rom bei St. Peter am zweiten Tag des Monats Juli im Jahre des Herrn 2011, dem 7. unseres Pontifikates, Papst Benedikt der 16.
Exzellenz, hochwürdiger Herr Erzbischof, im Gedenken an das Weihe Sakrament, an die Beauftragung, die Sendung und die Berufung zum allgemeinen Priestertum bekunden wir Ihnen, unserem neuen Erzbischof, stellvertretend für das ganze Erzbistum, die verschiedenen Stände, Berufsgruppen und Berufungen, Ihre Treue im Glauben und Ihre Verbundenheit zum Erzbistum und seinem Erzbischof, Rainer Maria Wölki. Im Gehorsam gegenüber Gott wollen wir Ihren Weisungen folgen und den katholischen Glauben zum Wohl und Heil der Kirche Christi leben. In gläubiger Ehrfurcht wollen wir in Gemeinschaft mit Ihnen und der ganzen Kirche die Mysterien Christi zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes feiern. Im Bewusstsein unserer gemeinsamen christlichen Verantwortung sind wir bereit, mit Ihnen den Dienst zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen auszuüben. Ich bitte nun, die verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter nach vorn zu kommen und dieses Versprechen mit dem Handschlag mit unserem neuen Erzbischof zu bekunden. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, in der Gemeinschaft eines jeden Bistums offenbarst du die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Bewahre die Kirche von Berlin in der Gemeinschaft mit ihrem Bischof. Lass sie durch Wort und Sakrament eins sein im Heiligen Geist. Hilf ihr, die Gesamtheit deines Volkes würdig darzustellen, und mache sie für die Welt zum Zeichen und Werkzeug der Gegenwart Christi, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder und Schwestern, haltet in euren Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Er, der Gerechte für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen. Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm die Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ein ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist dein, und was dein ist mein. Ich in ihnen bin verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, bei meinem Abschied aus Köln vor einigen Wochen habe ich von unserem dortigen Erzbischof einen neuen Bischofsstab als Geschenk überreicht erhalten. Vielleicht haben Sie davon erfahren, weil es in den Zeitungen zu lesen war.
Vielleicht waren sie sogar dabei. Dieser Stab, den ich deshalb auch heute bei meiner Einführung als Erzbischof von Berlin trage, der ist für mich so etwas wie eine Brücke, die mich jetzt hinüberführt von Köln hierhin nach Berlin. An diesem Stab zu sehen, dort, wo die Krümme beginnt, sind die heiligen drei Könige. Sie entwachsen ihm gewissermaßen. Ihre Köpfe, ihre Augen, der suchende Blick, alles an ihnen ist ausgerichtet in die Höhe, ausgerichtet auf den Stern, der über ihnen steht und der dann auf das Kind verweist, das in der Mitte der Krümme, in der Mitte des Bogens zu sehen ist. Diese drei, die stehen im Grunde stellvertretend für einen jeden von uns. Denn diese drei, die da zu sehen sind, die sind auf der Suche nach dem, was ihr Leben ausmacht. Und danach suchen wir doch auch. Welchen Sinn hat mein Leben? Was soll aus mir und meinem Leben werden? Ich meine, endgültig werden. Wo finde ich mein Glück, mein Lebensglück? Wo die Wahrheit meines Lebens? Wir Christen, liebe Schwestern und Brüder, sind überzeugt, das alles gefunden zu haben. Das gefunden zu haben in dem, zu dem hin die drei Weisen aus dem Morgenland damals unterwegs waren und sich aufmachten, in Jesus Christus. In den vergangenen Wochen, in denen ich als ihr neu ernannter Bischof des Öfteren hier in Berlin sein durfte, da war des Öfteren davon die Rede, dass hier in unserer Stadt nur jeder Dritte einer christlichen Kirche angehöre. Wir sind also ganz augenscheinlich nicht viele. Das soll und das darf uns aber nicht entmutigen. Im Gegenteil, auch wenn wir numerisch vielleicht in der Minderzahl sind, stehen wir als Christen für eine Botschaft, die für Kirche und Welt und damit für jeden Menschen von höchster Bedeutung, ja sogar mit den Augen des Glaubens betrachtet, alternativlos ist. Wir können nämlich Rede und Antwort stehen, jedem gegenüber, der uns nach dem Grund unserer Hoffnung fragt, die uns erfüllt, der uns nach dem Grund unseres Lebensglückes fragt. Und dieser Grund, liebe Schwestern und Brüder, der hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Diesen Namen, den haben Berliner Christen immer schon bezeugt, auch in schwieriger Zeit. Dafür steht zum Beispiel der selige Bernhard Lichtenberg, den wir hier in unserer Kathedrale in besonderer Weise verehren. Dafür stehen die vielen Christen, die in den Zeiten der ehemaligen DDR für ihren Glauben eingestanden sind und die bereit waren, für ihren Glauben, für Jesus Christus, für ihr Zeugnis, beruflich und privat Nachteile in Kauf zu nehmen. Auch meine Vorgänger, alle meine Vorgänger im bischöflichen Dienst, haben das in ihrer Zeit und auf ihre Weise getan. Jedem gegenüber Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragte, die sie erfüllte. An dieser Stelle möchte ich dankbar an meinen verehrten Vorgänger im bischöflichen Dienst erinnern, an Georg Kardinal Sterzinski, den wir vor wenigen Wochen nach seiner so schweren Erkrankung zu Grabe tragen mussten. Gerade in seinem Engagement für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft, für die Flüchtlinge und Migranten, in seiner Sorge um eine gesicherte Zukunft für unsere Familien und die junge Generation und nicht zuletzt auch in seinem Eintreten für eine religiöse und eine werteorientierte Erziehung, gerade auch im schulischen Religionsunterricht.
ist er vielen zu einer Hoffnung geworden, die ihm aus seinem Glauben an Christus erwachsen ist. So wie diese alle gefragt wurden nach dem Grund ihrer Hoffnung und dann oftmals nicht einfach nur mit Worten, sondern mehr noch mit ihrem Lebenszeugnis geantwortet haben, so fragen, liebe Schwestern und Brüder, auch heute uns Menschen danach. Sie fragen nach dem, was uns als Menschen und was uns als Christen damals wie heute leben lässt. Das, was uns als Christen leben lässt, ich meine wirklich leben lässt, das will der Herr uns heute noch einmal im Evangelium zeigen. Er sei, so sagt er uns da, gekommen, um den Namen Gottes zu offenbaren. Genau darin bestehe sein Werk, das er zu vollbringen habe, den Vater auf Erden zu verherrlichen, jetzt da die Stunde gekommen sei, in der er am Kreuz erhöht werden solle. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich weiß nicht, was das bei Ihnen auslöst, aber das ist doch im Letzten alles unfassbar, das ist doch undenkbar, dass in der Erhöhung am Kreuz der Name Gottes für uns Menschen am deutlichsten offenbar werden soll. Dabei hatte dieser sich doch schon im Alten Bund den Menschen offenbart, aus dem brennenden Dornbusch heraus. Sie erinnern sich, Jahwe ist mein Name, so hatte er zu Mose gesagt, und das bedeutet, ich bin da für euch. Der, der da aus dem Dornbusch redete, welcher brannte und doch nicht verbrannte, der, ich bin da für euch, der wird jetzt in Jesus Christus zu dem, der rettet, endgültig rettet, einzig rettet, allein rettet. Jesus, der Name, heißt denn auch, Gott rettet. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist der Name Gottes, der uns Grund zur Hoffnung gibt für unser Leben. Was das meint, das können wir kaum ermessen. Den einzigen und wahren Gott erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, das bedeutet so viel wie das ewige Leben empfangen. Das ewige Leben, das Gott selber ist. Gemeinschaft zu haben in ihm, Communio, Anteil zu haben an ihm und seinem Leben. Damit das geschehen kann, muss es uns vor allem um eines gehen. Wir müssen versuchen, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir wollen und denken und sagen, im Namen Gottes zu bleiben, die Worte Jesu aufzunehmen und danach zu trachten, Jesus als den Christus, als den Messias Gottes zu erkennen. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, gewissermaßen die Außenseite dieses unfassbaren Geschehens. In ihm, in Jesus Christus, nehmen wir Gott selbst in unser Innerstes, in unser Leben auf. Den großen Gott, der sich so klein macht, dass er zu uns in unser Innerstes kommt. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Mitte unseres Glaubens. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Unser Glaube, der ist nicht in erster Linie, wie man uns das manchmal von außen her eher zusprechen möchte, eine Moral. Und er ist auch nicht zuerst ein Gedankengebäude und auch nicht ein bloßes Gebilde von Lehrsätzen. Das Christentum, das ist zuallererst ein Geheimnis. Nicht irgendein Geheimnis, nein, ein Geheimnis der Liebe, einer Liebe zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und mir, einer Liebe, die nicht etwas gibt, sondern in der sich Gott gibt, ganz gibt, unwiderruflich
gibt. Und genau das meint dann dieses Erkennen, von dem der Evangelist spricht. Ein Erkennen, wie wir das vielleicht andeutungsweise kennen von zwei Menschen, die einander lieben, wirklich lieben, sodass sie eins werden und einander erkennen bis in die Tiefen ihrer selbst. Um dieses liebende Erkennen, liebe Schwestern und Brüder, geht es auch mit Blick auf Gott. Wir müssen uns dafür öffnen, damit er sich uns zu erkennen geben kann. Und dieses liebende Erkennen, das ist unter anderem nicht zuletzt deshalb notwendig, damit geforderte und eingeforderte Rechtgläubigkeit nicht in einem unfruchtbaren Buchstabenglauben erstarrt. Dieses Erkennen ist notwendig für unseren christlichen Einsatz für die Welt, um ihn mehr sein zu lassen als bloß anständige Menschlichkeit. An diesem Erkennen hat sich alle Überlieferung, hat sich alle Tradition, aber auch alle Reform messen zu lassen, um zu ersehen, ob sie diesem Geheimnis der Liebe zwischen Gott und Mensch dient oder nicht, ob sie nur dem Menschen dient und nicht Gott. Vor diesem Hintergrund dieses Erkennens geht es dann auch nicht mehr einfach nur um konservativ und liberal. Da geht es nicht um alt oder neu. Da geht es auch nicht um das sogenannte Zeitgemäße. Nein, es geht um viel, 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 viel mehr. Es geht allein um das Wahre. Und es geht um das Christliche für unser Heute. Zur Berufung und Sendung des Christentums gehört es, die Nöte der Welt heilen zu helfen. Dazu ist Christus wirklich in die Welt gekommen. Und deshalb wollen wir ja auch heute in unserem Kollektenopfer teilen, speziell mit den Hungernden am Horn von Afrika. Aber noch mehr ist er dazu gekommen, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben, nicht irgendein Leben, nein, sondern das ewige, das göttliche Leben Gottes selbst. Und dieses Leben wird weitergegeben durch Zeugen. Nos sumus testes. Wir sind Zeugen. Das ist unsere Berufung. Nicht nur einem Bischof gemäß, sondern eine Berufung für uns Christen. Christsein heißt Zeuge sein, heißt Christus in sich tragen und zu den Menschen tragen. Wir haben ihnen zu bezeugen, dass Gott ist und dass er kein namenloses Es ist, der irgendwo im Jenseits west, von dem nichts zu sagen ist und von dem nichts gesagt werden kann. Nein, Gott hat einen Namen und wir können ihn anreden, so wie auch er uns angeredet hat, nicht einfach nur mit Worten, sondern mit dem persönlichsten Wort seiner Liebe, mit Jesus Christus und in Jesus Christus. In ihm, in Christus, ist er aus dem Verborgenen herausgetreten. In ihm hat er unser Geschick zu seinem eigenen gemacht. Darum wissen wir uns als Menschen von ihm verstanden und bei ihm beheimatet und geborgen. In Christus haben wir sogar Zugang zu ihm. Denn in seiner Tat, in seinem Kreuz ist der Tod aufgebrochen und hat die Welt begonnen, neu zu werden. Die Schatten und Ahnungen der Religionen von der Vermählung Gottes mit dieser Welt, von der Gemeinschaft mit ihm als dem Sinn und dem Ziel aller Dinge, sie haben Gestalt angenommen, sie sind wahr geworden in dem, den er gesandt hat, Jesus Christus. Dieser ist die Hoffnung der ganzen Menschheit. Wo er ist, da ist Zukunft. Wo ihm geglaubt wird, da beginnt das Reich Gottes. Nicht erst irgendwann einmal, vielleicht dann, wenn wir tot sind, nein, schon jetzt in diesem Leben, am Tag unserer Taufe,
wurden wir in dieses Reich hineingeboren, wo ihm geglaubt wird, da empfangen sterbliche Menschen schon jetzt göttliches Leben, fangen zu leben an wie er, geweiht für andere, besonders für die, deren Würde mit den Füßen getreten wird und die oftmals nur die Schattenseiten dieses Lebens kennengelernt haben. Wo Menschen dieses Leben empfangen, da wird die Welt anders, da wird sie neu. Christen wie Bernhard Lichtenberg, Christen wie viele, die in der damaligen DDR für ihre christliche Überzeugung, für ihren Glauben eingestanden sind und standgehalten haben, die stehen mit ihrem Leben dafür. In Christus, liebe Schwestern und Brüder, haben wir eine Hoffnung, die nicht trügt, weil Gott nicht betrügt, sondern weil der treu ist und ewig ist. Und diese Hoffnung ist jedem verheißen. Keiner ist davon ausgenommen. Welchen Sinn hat mein Leben? Was soll aus mir und meinem Leben werden? Ich meine, endgültig werden. Wo finde ich mein Glück, mein Lebensglück, die Wahrheit meines Lebens? So haben wir eingangs gefragt. Wir Christen sind überzeugt, hierauf eine Antwort gefunden zu haben, die zu allen Zeiten und unter allen Umständen gültig ist. Wir können sie jedem geben, denn wir sind mit auf der Fahrt durchs Leben, die lange, lange Straße lang, und wir wissen, wohin. Wir fahren mit Christus in der Kraft des Heiligen Geistes Gott entgegen, mitten in dieser Zeit. Und das gibt unserem Leben Hoffnung und Größe. Das schenkt ihm Weite und Horizont. Das macht es spannend und froh, denn wir wissen darum, wer wir sind und wer Gott ist und dass wir allein in ihm Leben und Zukunft haben. Und genau dafür, für diese Hoffnung, stehen wir als Christen hier in Berlin ein, in Gegenwart und Zukunft. Amen. Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Amen.
Herr Jesus Christus, in deiner Kirche bist du in der Welt gegenwärtig. Deshalb bitten wir dich. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unseren neuen Erzbischof, Rainer Maria Wölki, stärke ihn in seinem Hirtenamt, damit er in Weisheit deine Kirche leitet und seine Brüder und Schwestern stärkt. Christus, höre uns. Für unser Erzbistum, schenke deinen Segen, damit es immer mehr zum sichtbaren Zeichen deiner Kirche unter den Menschen wird. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Priester, Diakone, Ordensleute und alle, die du zum Dienst berufen hast, gib ihnen ein offenes Ohr für die Freuden und Hoffnungen sowie für die Ängste und Nöte, die die Menschen heute bewegen, und gib ihnen Mut, neue und ungewohnte Wege zu gehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle Menschen, die deiner Hirtensorge bedürfen, lass sie die Hilfe finden, die sie brauchen, und gib ihnen Kraft und Mut für ihren Lebensweg. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für unsere verstorbenen Bischöfe, Seelsorger und Angehörigen, vergilt ihnen, was sie zu unserem Heil getan haben, und lass sie nun schauen, was sie geglaubt haben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Im Vertrauen auf deine Gegenwart loben und preisen wir dich in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.